Servus zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuesten Jinjutsu-Video. Ich habe ja kürzlich zwei Videos zu Erkältungskrankheiten gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass Erkältungskrankheiten ja in der Regel auch Symptome haben. Übers Fieber haben wir schon gesprochen, aber es gibt ja auch sowas wie Schnupfen, Nebenhöhlenentzündungen, Heiserkeit. Und da möchte ich euch gerne heute was zu sagen. Beziehungsweise heute möchte ich eigentlich gerne nur über den Hals sprechen. Ihr wisst ja, dass Strömen immer ganzheitlich ist. Also wir strömen ja nie nur, auch wenn wir was Gutes für den Hals tun, unseren Hals, sondern wir strömen ja auch geistig-seelisch. Und viele Schluckbeschwerden, die ja in der Regel mit Halsschmerzen einhergehen, haben wirklich auch einen geistig-seelischen Hintergrund. Ich will etwas nicht schlucken. Oder aber auch, ich darf etwas nicht aussprechen. Ich fühle mich in meiner Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt. Wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, also das ist alles im Jinjinjutsu enthalten. Ihr braucht euch nur die Bezeichnungen der einzelnen Energieschlösser anschauen und was die Energieschlösser eben zu sagen haben. Aber darüber hinaus gibt es ein schönes Buch von Louise Hay, Heile deinen Körper. Dieses kleine Büchlein begleitet mich schon sehr, sehr lange und immer wenn ich irgendetwas habe, dann schaue ich danach und oft mache ich das auch für meine Patienten. Und Louise Hay schreibt bei Halsschmerzen, ich lasse alle Einschränkungen los. Ich bin frei, ich selbst zu sein. Ja, vielleicht tut es euch gut, wenn ihr unter Halsschmerzen leidet, darüber ein bisschen nachzudenken. Und zumindest ansatzweise hat Bettina es auch in die Affirmationen, die ja jedes Strömvideo begleiten, aufgenommen. Strömen möchte ich gerne heute mit euch den Dünndarmstrom, der wirklich in der Lage ist, Halsschmerzen ziemlich effektiv zu lindern. Und der wird geströmt, indem wir die eine Hand auf den Nacken, auf SES11 legen und die andere Hand auf SES13, etwas oberhalb der Brust. Also für die unter euch, die nicht sehen können, ich habe jetzt meine linke Hand auf dem linken SES11 und meine rechte Hand auf dem rechten SES13. Das geht natürlich für die andere Seite ganz genauso. Und das ist, wie gesagt, der erste Schritt vom Dünndarmstrom. Und den möchte ich jetzt eben als Strömquickie mit euch gemeinsam strömen. Und damit das Video nicht so lang wird, mache ich ein Schnupfenvideo und ein Heiserkeitvideo und so weiter extra. Aber was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, der erste Schritt vom Dünndarmstrom, der hilft auch den Nebenhöhlen. Also der hilft nicht nur dem Hals, sondern wie gesagt auch den Nebenhöhlen. Aber okay, dazu mache ich dann vielleicht auch nochmal extra was, denn wir haben ja Nebenhöhlen an den unterschiedlichsten Stellen und je nachdem, welcher Strom da eben durchfließt, variiert es natürlich auch, welchen Strömgriff man da am besten anwendet. Aber jetzt, hier und heute, geht es um den Dünndarmstrom. Also, wir legen, oder ich lege meine linke Hand auf mein linkes SES11, meine rechte Hand auf mein rechtes SES13. Ich finde, das ist ein Griff, den kann man schon machen, wenn man sich irgendwie nach hinten anlehnen kann, wenn man sich hinlegen kann. Wir lächeln, wir lassen die Schultern los, wir stellen uns vor, dass sie bis in den Boden hinabfallen. Und dann entspannen wir den Nacken und machen jeder für uns 9 bewusste Atemzüge. Ich liebe meinen Körper und achte gut auf seine Signale.
Jeder Atemzug gibt mir Kraft und Heilung. Mein Körper wird geheilt und ich nehme diese Heilung an. Ich sage meine Wahrheit frei und offen. Ich allein bin dafür verantwortlich, dass ich mich klar ausdrücke. Ich liebe meinen Körper und achte gut auf seine Signale. Jeder Atemzug gibt mir Kraft und Heilung. Mein Körper wird geheilt und ich nehme diese Heilung an. Ich sage meine Wahrheit frei und offen. Ihr denkt dran, die verbleibenden 27 Atemzüge heute noch irgendwann zu machen. Und es ist natürlich möglich, dass ihr das Video angeschaut habt, um im Krankheitsfall gewappnet zu sein. Aber sollte es euch erwischt haben und ihr leidet unter Halsschmerzen und ich weiß, dass das wirklich scheußlich ist, dann wünsche ich euch von ganzem Herzen gute Besserung. Bis dann, alles Liebe, werdet schnell wieder gesund.